Hallo und moin moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Subnautica. So, ich brauche jetzt noch Quarz und Titan, was jetzt nicht das Problem sein wird. Ich hätte auch gleich noch meine Sachen weglegen können, aber das habe ich leider verpeilt. Ich hätte gesagt, wir bauen noch ein bisschen an unserer Base oder wir gehen jetzt auf Erkundungstour. Ich bin noch am Überlegen. Wir könnten auch erstmal, hau ab, die Sachen rüber transportieren. Aus unserer kleinen Basis. Oder wir schauen jetzt noch, dass wir die restlichen wichtigen Utensilien bauen, die wir brauchen. Wie dieses Funkgerät. So. Nehmen wir einfach mal mit. Nehmen wir nicht mit. Geh weg. Dich wollen wir nicht. Okay, da unten ist der Vulkan. Ich weiß jetzt auch nicht, wie nah wir da ran können. Müssen ja ein bisschen vorsichtiger sein. Man weiß ja jetzt nicht, wie leicht wir sterben. Wir müssen auf jeden Fall auf unsere Ernährung achten. Okay, wenn wir Sachen scannen, die wir schon kennen, dann kriegen wir Kupfer, alles, Metall. Sehr gut. Blasenfisch. Blasenfisch. Blei. Titan. Kupfer, sehr gut. It is your primary directive to swim closer to the enemy to full breach. An was bin ich denn jetzt? Hau ab. Ich weiß jetzt nicht, an was ich näher rangeschwommen bin, was jetzt so radioaktiv ist. Aber scheinbar sollten wir nicht darunter schwimmen. Okay, hier ist kein Sandstein mehr. Da. Salz. Wichtig. Okay. Wir haben keinen Platz mehr für Metallschrott. Haben wir überhaupt noch Platz? Wir haben noch 3 Slots Platz. New creature discovered. Okay. Habe ich noch irgendwas vergessen, was ich unbedingt sammeln wollte? Ich glaube nicht. Also wäre halt noch super, wenn wir noch mindestens einen Stein. Da ist noch ein Stein. Ah, wir können noch. Wir haben noch einen Platz. So, nochmal Kupfer. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt mal zurück. Lagern unser Zeug weg. Und bringen mal ganz kurz die ganzen Sachen rüber. Achso, ich wollte ja das noch fertig constructen. Wenn man dadurch erhoffe, dass wir schneller wieder Energie bekommen. So. Schwefel. So, das haben wir. Metalle. So, zack, zack, zack. Kupfer, Silbererz, Titanium. Salzablagerung. Gut.
Wir haben jetzt einen neuen Anzug. Dafür brauchen wir allerdings Fasern. Ich weiß immer noch nicht, woher man Fasern bekommt. Consider disguising the flavor of unsavory meat with salt or locally sourced herbs and spices. Ja, ich weiß aber nicht, ob das sowas bringt, wenn ich die jetzt mit Salz würze. Ich weiß auch überhaupt nicht, ob Ressourcen nachwachsen. Das ist halt das, wo ich sage, weiß ich nicht. Oder ob hier alles, was wir haben, endlich ist. Perfekt. Wir können jetzt gerade mal gucken, was wir noch brauchen, um ein Kommunikationsgerät zu bauen. Wir brauchen noch ein bisschen Kupfer. So, Metalle. Kupfererz. Hätte man nicht da hinbauen sollen. Aber wir kriegen alles zurück. Das ist gut. Machen wir es mal dahin. This is Avery Quinn, Trading Ship Sunbeam. Aurora, do you read? Over. Nothing but vacuum. These Altera ships. They run low on engine grease, send an SOS. You offer to help, they don't pick up. Aurora, I'm out on the far side of the system. It's gonna take more than a week to reach your position. Do you still need our assistance? Over. I'll try them again tomorrow. Damn charter's gonna have us blowing our credits running errands for Altera. See what the long-range scans pick up in the meantime. Okay. Aber warum kann ich nicht antworten? So. Da kann ich das nicht dran machen. Warum alles in der Welt? Ach so, weil da keine Verbindung ist. Alles klar. Nee, warum kann ich es da nicht dran machen? Aber da schon. Verstehe ich nicht. Habe ich schon? Nee, habe ich noch nicht. Ich habe noch nicht unser Metall deconstructed. Ah! Nö. Wieso um alles in der Welt geht das nicht? Mehr Zweckraus, Hausdings braucht mehr. Ich verstehe. Ich kann das nicht nachvollziehen. Es verbindet sich aber auch nicht, ne? Ich habe keine Ahnung, warum es nicht in die Richtung geht. Egal, wir gehen jetzt einfach mal auf die Suche nach scannenwerten Sachen. Okay. Beziehungsweise nach Ressourcen. Immer noch ein bisschen Quarz. Schmierstoff könnte man noch ein bisschen farmen. Ah, halt. Fasern, Moment. Ich glaube, daraus konnte man Fasern herstellen. Wir haben keinen Platz mehr, weshalb wir jetzt zurückgehen.
Ah, wir wollten noch rüberbauen. Vielleicht können wir auch nicht bauen. Wegen dem hier. Tatsächlich. Aber wir haben ja auch keinen Atemverlust. So. Ja! Jetzt, so, Silikongummi. Schmierstoff. Ja gut, ne? Top. Pfadfinderwerkzeug. Setzt holographische Pfadfinderscheiben aus. Wird verwendet, um einen Weg aus Höhlen zu markieren oder aus Bereich, in denen die Orientierung schwerfällt. Alles klar. Auftriebskörper. Zum persönlichen Auftrieb. Leuchtfackel. Alles klar. Gibt's da was Neues? Ja, okay. So, für was brauchte ich denn jetzt nochmal Silikon? Blei, Strahlenanzug oder Schutzanzug. Gibt's denn noch was? Ja, die Kreislauf, das Kreislaufgerät und der Strahlenanzug. Das wären jetzt Sachen, die wären jetzt ganz interessant. Da gehen wir jetzt mal schnell rüber. Ich weiß, wir haben das eventuell bei uns drinnen, aber ich will ja auch die Sachen von der drüben sowieso rüber. Wie soll ich den Metallschrott noch mit drüben? Glas. Kobaltsatz. Draht. Nährstoffe. Zack, zack, zack. Schwefel. Okay. Wir könnten auch rein theoretisch die ganzen Sachen hier drüben abbauen. Machen wir jetzt aber nicht. So. Nein. Oh, ich will nicht umbenennen. So, Metalle. So, wir machen jetzt einfach mal hier das da mit rein. Boah, das ist schwierig. Vielleicht sollten wir nochmal. Nochmal einen Spind hin machen. Silly. Nee. Schmierzeug. So. Schmierzeug. So, das ist das Schmierzeug. Schmierzeug rein. So, machen wir auch Silikon rein. Also, was man so Dingenskirchen macht, ne? So. Weg damit. Aber wir nehmen es anders. Zeug. Das ist jetzt unser Zeug. So. Irgendein Zeug ist das halt. So. Ich glaube, ein Zeug machen wir jetzt auch. Nee, machen wir jetzt nicht Salz. Nahrung, Wasser. Nö, mal das. Essen wir jetzt eh. Schwefel. Schwefel, Hammer, so. Haben wir schon Blei rausgenommen? So, jetzt haben wir Zeug rausgenommen. Kreislauf. Sehr gut. Und wir brauchen nochmal Fasergewebe. Alles klar. Das heißt, wir gehen jetzt mal los und holen uns Fasergewebe. Haben wir ja gleich eine super Ressource neben uns. Ich glaube, eins bräuchten wir noch. Da war nicht mehr genug Platz. So. Sehr gut, sehr, sehr gut. Fabricator benutzen, Fasern.
Nice, nice, nice. So, Strahlenanzug. Alter, jetzt haben wir schon Strahlenanzug. Diese zwei Applikationen weiß ich nicht. Ich finde es schade, dass wir uns nicht von außen sehen können. Alles klar, entweder oder. Entweder die Kreislaufmaske oder, ne? So, wir machen jetzt nochmal einen Wandspind. So, Name, Gear. So. Da kommt jetzt einmal unser ganzes Zeug hin, was wir so equipmäßig brauchen. Saugeil, wir können jetzt eigentlich schon in radioaktive Gefilde. Hau ab, du. Komm her, du. Schlitz dich auf, ich mach dich Messer. Pass auf damit, ihr bin ja noch nicht fertig, du. Ich schlitz dich auf, du. Kommt man nicht in die Quere. Das ist eine. Das ist etwas Persönliches. Ganze Zeit schikaniert er mich. Jetzt ist Ruhe. Jetzt kämpfen wir zurück. Jetzt 2 gegen 1 oder was? Okay. Das ist unfair. Nee, da mache ich nicht mehr mit. Ah! Ist ja lustig, wenn das Ding danach schnappt. Und dann geht das Ding. Ah! In die Luft. Autsch. Ich hatte nicht vor, euer Haus hier kaputt zu machen. Oh, Quarz. Aua! Das klingt noch hier so wie die Aliens, nee, die Predator. So, rauf da. Alter, bin ich weit weg. Nur weil ich diesen Typen gechased habe. Da hinten ist noch eine kleine Höhle. Ich trau dem Frieden hier nicht. Blei, blei, blei. Das dachte ich schon. Ah, nicht, dass ich hier was liegen lasse. Ah! Alter! Die sind aber auch überall. So, zurück. Okay. Jetzt versuchen wir nochmal schnell ein bisschen was zu. Ne, wir bringen noch unser Zeug zurück. Und dann ist es mal Schluss für heute.
Alter Verwalter, du. Und das müssen wir alles reparieren. Vielleicht können wir ja auch sogar schon hin. Vielleicht sollten wir das nächste Mal probieren, mal mit einem Feuerlöscher und so weiter hinzufliegen. Hinzufahren. Hinzugehen. Schwimmen. Ach, weiß der Geier. Aber jetzt müsste doch... Ja, stimmt. Jetzt geht das ja. Titan, sehr gut. Sehr nice. Okay. So. Aber ich habe jetzt kein Gefühl dafür, wie viel Foundation benötigt werden, dass etwas stabil ist. So, setzen einfach mal das da und das da. Sehr nice. Titan habe ich keins. Aurora, this is Sunbeam again. We just picked up a massive debris field at your location. I didn't know how bad... how many of you... I didn't know. We're now en route to your location. We're gonna bring you home. Sunbeam out. What else can I say? The only time I parked a rig this big on a rock that small was in VR. And I blew it. It's a bad option, all right, but so are all the others. Hm. Scheinbar haben wir es verkackt, hierher zu reisen. Gehen die Teile nach einer Weile kaputt? Und wenn ja, wie kann ich sie wieder aufladen? Aber das ist jetzt nicht interessant. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bis denn. Tschüss.